guten Tagen denkt man dann, hey, ich bin schon ein geiler Sich, ich tanze auf 4 verschiedenen Hochzeiten, 4 verschiedene Tänze, oder? Und an den schlechten Tagen denkt man, ich tanze nichts einigermaßen gut. Mein Name ist Simon Küffer und ich bin im Doktorprogramm von Uni und von HKB, das heisst Sinta. Und dann mache ich Rap als Tommy Verseri. Und habe noch 2 kleine Kinder. Ich habe tatsächlich konstant das Gefühl, es ist alles ein bisschen zu viel. Es klingt ein bisschen hart. Aber es ist also so in einem guten Sinn. Also ich bin überhaupt nicht irgendwie kurz vor Burnout oder irgendwie völlig erschöpft. Weißt, es klingt dann schnell so nach Undankbarkeit auf eine Art, oder? Wo man auch so wie findet, hey, wir organisieren eigentlich haben coole Leute und haben geile Gefäße. Und das stimmt auch, weißt du. So, ja, immer, wenn ich war, habe ich es eigentlich sehr fruchtbar gefunden. Aber es konfligiert halt gleich teilweise mit ihrer Lebenssituation, oder? Eine Zeit lang bin ich auch mit meinem Rap-Partner, mit dem Desmond Des. Ich bei ein paar Vorlesungen gesehen, das war immer sehr lustig. Und eine Zeit lang haben wir extrem viele Sachen parallel gelesen und uns so mit dem gleichen Zeug beschäftigt. Und von dem ist viel eingeflossen. Vor allem so bei einem Album, das heisst «Gelernten Gang», das ist wirklich so, dass, auch wenn ich das höre, dann denke ich wirklich so irgendwie an die Uni-Zeit. Wie wir zusammen noch irgendwo vorher in Bäck waren, aus Dessert holen, in die Vorlesung gekocht. Ich würde sagen, Bern ist halt schon eine Stadt, die einem Raum gibt. Wo so, ich finde wirklich auf eine sehr, sehr, sehr positive Art entspannt ist. So. Und ich glaube, auch die Entspanntheit, jetzt wahrscheinlich auch Uni, führt auch immer ein bisschen dazu, dass man die Sachen auch ein bisschen ernst nimmt. Man tut sich vielleicht Themen auch ernsthaft widmen, weil es interessante Themen sind und nicht, weil sie unbedingt ein Steckentritt sind irgendwo her. Und ja. Die Studiengebühren sind auch nicht wahnsinnig hoch. Genau.